Im Sport müssen regelmäßig sowohl physische als auch psychische Stufen überwunden werden. Nicolas Heidt, aktiver Skispringer und Nachwuchstrainer der Young Eagles des VfL Pfullingen, über die Stufen, die es bei dieser nicht ganz so alltäglichen Sportart zu überwinden gilt. Im Skispringen gibt es auf jeden Fall Stufen, die man überwinden muss. Ich denke, dass die physische, also körperliche Stufe im Jugend- und Kindertraining auf jeden Fall die größere ist, beziehungsweise die, für die mehr Zeit im Training verwendet wird. Die psychischen Stufen sind natürlich immer gegeben, aber relativ individuell, natürlich nach Charakter bestimmt, aber auch, ob man einen Sturz erlebt hat, der vielleicht so schlimm war, dass man da wirklich Blockaden bekommt. Zum Skispringen gehören natürlich Stürze dazu. Es passiert nicht häufig, aber es ist halt immer direkt ein sehr einschneidendes Erlebnis, vor allem psychisch. Und da ist wie in jedem anderen Sport wiederum auch, jeder Athlet reagiert anders, aber viele freuen sich drüber, wenn man sich unterhält. Und da ist der Trainer natürlich ein ganz zentraler Punkt, um solche Hürden zu überwinden und wieder positiv und gestärkt Skispringen gehen zu können. Also die Angst vor Verletzungen im Skispringen ist natürlich gegeben, aber wenn die Angst, beziehungsweise wenn aus Respekt Angst wird, dann wird meistens auch kein guter Sprung dabei rauskommen. Das heißt, man braucht extremes Selbstvertrauen, sowohl in sich als auch das Equipment, mit dem man springt. Und das bekommt man durch Trainingseinheiten und natürlich Erfolgserlebnisse. Und deswegen ist es auch beim Skispringen der Anteil der Form, quasi die Überzeugung, die man im Kopf von sich und seinem Sprung hat, ist ein Riesenteil von dem Erfolg, den der jeweilige Athlet dann hat. Ich denke, dass Skispringen reine Kopfsache ist, wenn man körperlich die perfekte Form hat. Also man kann nicht nur durch den Kopf gut Skispringen, da gehört natürlich noch einiges anderes dazu. Vor allem Beweglichkeit, Sprungkraft, natürlich sehr hohe koordinative Fähigkeiten, aber alle anderen Komponenten, Selbstvertrauen und einfach die Überzeugung von sich in dem Moment und auch dem Equipment, mit dem man springt, ist auf jeden Fall eine riesen Geschichte im Skispringen. Also in der Luft als Skispringer kann man schon reagieren. Der einzige Moment, in dem man fast nur automatisiert funktioniert, ist tatsächlich der Absprung. Man kann schon einzelne Bewegungen gezielt steuern, aber nicht viel gleichzeitig. Also es ist auf keinen Fall mit einem Normalzustand zu vergleichen. Das ist dann schon ein extrem intensiver Zustand, der allerdings in der Luft ein bisschen entzerrt wird. Also da kann man es dann schon auch bewusster genießen, speziell wenn der Sprung sehr gut ist, und kann dann auch gezielter auf den Flug Auswirkungen nehmen. Stufen, die ich als Skispringer hochgegangen bin, also körperlich mit Sicherheit einige 10.000, genau gezählt habe ich sie nicht, aber es gibt schon einige Anlagen, wo man relativ weit hochlaufen muss. Psychisch eigentlich jedes Training muss man sich psychisch über die Stufe bringen, überzeugt zu springen und zu wollen. Aber der Sport ist so obergeil, dass es einem meistens nicht schwerfällt.